Und herzlich willkommen im Garten-TV-Küchenstudio. Heute machen wir was sehr Leckeres, aber auch was sehr Scharfes. Es hat was hiermit zu tun. Es handelt sich um Chilis. Und zwar werden wir uns heute Chilis einlegen in Einmachgläsern. Dafür brauchen wir eigentlich nur 5 Zutaten. Als erstes sind es 7 Chilis. Die habe ich geteilt. Einmal geteilt, also wie man sehen kann, einmal geteilt, einmal durchgeschnitten und ein bisschen das Innere entfernt. Ein paar Kerne können ruhig drinnen bleiben. Dann brauchen wir 5 Streifen Paprika, die ich dann auch nochmal durchgeschnitten habe. Dann brauchen wir noch 2 Schalotten, auch klein geschnitten schon. Dann brauchen wir so ein bisschen Basilikum für ein bisschen für den Geschmack. Kann man nach Augenmaß reinmachen oder auch komplett weglassen. Und dann brauchen wir noch Sonnenblumenöl. Exakt brauchen wir 800 Milliliter Öl. Und natürlich Einmachgläser, am besten so Inhalt für 200 Milliliter. Und natürlich auch Deckel. So, fangen wir erstmal an. Dafür nehmen wir uns ein Glas. Wenn man 7 Chilis hat, dann können in 2 Gläser 3 halbe rein und in ein und in anderen 2 noch 4 rein. Weil sonst dann sind wirklich alle weg. Fangen wir an. 1, 2, 3. Bisschen Paprika rein, bisschen Schalotten, da kommt noch eine Paprika rein, bisschen Basilikum, so und mit Öl aufgießen. Das dauert jetzt ein Momentchen. So. Zumachen. Und Deckel drauf. Fertig sind die Chili, eingelegte Chilis. Natürlich kann man jetzt auch wieder mehr Chilis reinnehmen, aber es für mich reichen so 3 Schoten, bisschen Paprika, Schalotten und Basilikum. Fertig. Basilikum reinzutun. So, machen wir jetzt auch den nächsten. Jetzt mache ich 4 Schoten rein. Am besten, ihr trägt noch Handschuhe. Dann ist es ein bisschen besser, weil es fängt irgendwann an zu brennen. So ist es bei mir. Dann brennt bei mir irgendwann die Haut. Und am besten nicht ins Gesicht oder in die Augen fassen, weil das sonst sehr brennt. Wir können dagegen fast gar nichts tun. So. Und zumachen. So, am Ende sind es leider nur noch 3 geworden, weil mir gerade ein Glas runtergefallen ist, leider. Aber an den Zutaten ändert sich natürlich nichts, also an den Zutaten. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei Garten-TV. Abonnieren nicht vergessen, Kommentar da lassen, Anregungen, Tipps. Einfach unten in die Kommentare schreiben, Daumen hoch geben. Und ich sage tschüss, bis bald.